Herzlich willkommen zu einer neuen Runde EVE Online. So, wir haben beim letzten Mal die Mission Karriere und die Mission Wirtschaft und Industrie etwas vorangebracht. Und seit der letzten Aufnahme war ich ein bisschen fleißig und war mit der Venture, wie sie hier gerade im Hangar zu sehen ist, kurz im Weltall und habe sie einfach mal hier in einem Level 9 System, also in dem bzw. im Nachbarsystem, um die Asteroiden kreisen lassen und ein bisschen abbauen lassen. Dabei ist was Spannendes passiert, was man als neuer Spieler wissen sollte und was man selber oft verkehrt machen wird und was dann andere Spieler freut. Das zeige ich euch jetzt hier kurz. So, während meines Mining-Ausflugs ist mir aufgefallen, dass hier in der Gegend eine herrenlose Drohne rumdümpelt. Die hat keinen Besitzer mehr, weil man kann die einfach vergessen, wenn man aus dem Welt zum Beispiel rausspringt. Und jetzt können wir hier drauf gehen und können sagen, einen Drohnenhangar oder einen Frachtraum aufnehmen. Wir sagen mal einen Drohnenhangar. Zack. Und jetzt sehen wir, hier ist ein neues Fenster aufgegangen. Und jetzt haben wir eine Drohne drin. Die sieht man dann auch hier. Und spart uns ganze 3300 ISK. Was ja ganz toll ist. Die Drohnen, sie werden auch mit steigender, also je besser die werden, desto teurer werden die auch. Das kann dann schon mal bis in die Millionen gehen. Das war der kurze Exkurs von meinem Mining. Nachdem wir jetzt das gesehen haben, war ich ein bisschen minern. Und wir sehen jetzt hier unsere ganzen Gegenstände, die ich im Gegenstandshanger habe. Und wir haben einmal Azur-Plagioglase und normal Plagioglase. Skordita habe ich auch noch ein bisschen gemeinert, aber auffallend ist hier, das ist die gleiche Menge. Plagioglase und Azur-Plagioglase. Was ist jetzt der Unterschied? Also erstmal sehen wir, das eine ist circa 936.000 ist wert. Und das andere nur 902. Okay, wo ist jetzt der Unterschied? Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Wir gehen auf Info. So, normalerweise, wenn man auf das Infofeld von einem anderen geht, wird das letzte Infofeld überschrieben. Wenn man jedoch beim auf Info klicken die Shift-Taste gedrückt hält, öffnen sich beide Fenster. So, und hier sehen wir jetzt das normale Plagioglase und das Azur-Plagioglase. Das hat etwas mehr Einheiten Tritanium drinne, etwas mehr Einheiten Pyrite drinne und etwas mehr Mexalon. Das heißt also, wenn wir 100 Einheiten von dem Plagioglase aufbreiten, kriegen wir mehr Rohstoffe für uns raus. Das ist natürlich immer ganz schön. Deshalb versucht man immer, die Rohstoffe mit den, also die nicht nur mit dem Rohstoffnamen, wie hier Skordite oder Plagioglase, sondern manchmal gibt es Denst, Azur und was weiß ich noch alles. Rohstoffe, deshalb baut man die möglichst ab, also die Asteroiden. So. Aber das habe ich für später schon mal vorbereitet. Und wir schauen uns jetzt an, was die Aufgaben für Wirtschaft und Industrie waren. So. Folgende Mission muss erreicht werden. Beschaffen Sie die Waren. Zweimal Afterburner 1. Und schafft sie zu dem Mond, wo wir gerade sind. Nun gut. Dann schauen wir mal in unser Inventar und sehen, aha, wir haben einen Afterburner. Na gut, dann benötigen wir noch einen anderen. Wie kriege ich jetzt am schnellsten raus, wo ich das Ding günstig kaufen kann? Wieder rechtsklickt, und dann gibt es hier die Möglichkeit, Marktdetails anzeigen zu lassen. So. Wie ihr sehen, das Ganze kostet im Normalfall, wenn ich zwei Sprünge fliegen würde, 10.000 ist, naja, knapp 11.000. Und hier vor Ort sind es knapp 15.000, also 5.000 ist Unterschied. Oder 4.000. So, jetzt gucken wir es aber gleichzeitig nochmal an, was wir hier tun sollen. Okay, hier sollen wir Sachen herstellen.
Okay, dann fangen wir mit dem Ding am besten einmal an. Akzeptieren. Na, aber selbstverständlich. So. Der hat uns jetzt bloß gesagt, dass wir mit unserem momentanen Schiff das Ganze nicht transportieren können. Aber das ist uns ja relativ Wurst. Weil wir gehen jetzt hierher und sagen, okay, wir sollen das ja eh in dieser Station hier abliefern und wir haben den Blueprint bekommen. Deshalb sagen wir jetzt hier Blaupause benutzen. So, das Ganze braucht ein bisschen Tritanium. Wir haben genau einen Durchlauf in der Blaupause drin. Mehr geht nicht. Also sagen wir, los geht's. Das Ganze dauert jetzt 4 Minuten. Und bis das erledigt ist, kümmern wir uns um den anderen Auftrag. Ihr seht schon, hier werden viele Sachen immer parallel gemacht. Das ist wichtig, um möglichst effektiv und schnell voranzukommen. Manchmal hat man später auch Missionen, also mehrere von den Agenten hier, die alle Missionen in anderen Sonnensystemen haben. Und dann fliegt ihr einfach, nehmt ihr alle Missionen an, fliegt dorthin, erledigt sie und kommt wieder zurück. Bringt euch dann etwas mehr Geld und vor allen Dingen auch schneller Geld. So, 4 Minuten, da schaffen wir nicht unbedingt bis dahin zu fliegen und ein bisschen Geld haben wir jetzt schon auf der hohen Kante. Deshalb sage ich jetzt einfach mal Artikel kaufen. Ein Artikel. Check. Und dann müssen wir natürlich erst noch den Auftrag annehmen. Das ist ja ganz klar. Mission abschließen. Check. Dann erfragen wir gleich die nächste Mission. Genau. Was sollen wir jetzt hier tun? Wir sollen 1000 EMPS-Munition herstellen. Und hier an diese Station liefern. Alles klar. Akzeptieren. Wir kriegen wieder den Blueprint bei uns ins Inventar. Und dann sagen wir Blaupause benutzen. So. Jetzt sehen wir zwei Dinge. Erstens, wir haben Produktionsaufträge 1 von 1. Mit anderen Worten, wir können momentan nicht mehr produzieren. Das ist sehr schlecht für uns. Wie können wir das jetzt ändern? Wir sehen hier oben drüber einen kurzen Tooltip, womit man das alles erweitern kann. Und hier sehen wir schon das erste. Es ist sehr viel Omega-Skill benötigt oder werden benötigt beim Industrie. Deshalb ist man als Alpha da ein bisschen gehandicapt. Man kann maximal 4 gleichzeitig oder gleichzeitige Produktionsaufträge haben. Deshalb müssen wir jetzt erstmal warten, bis der eine Auftrag komplett abgearbeitet ist. Was aber ja hier schon in 2 Minuten der Fall ist. Und wir sehen, wir benötigen Noxium. Dann klicken wir mal drauf, Info anzeigen und sehen hier das Noxium in Pyroxeres, nur in Pyroxeres vorkommt. So, das haben wir hier bei uns im Sonnensystem, soweit ich weiß, nicht. Und deshalb würde ich einfach vorschlagen, wir gucken mal, ob wir das kaufen können. Weil es ist ja, wir sollen 1000 Einheiten herstellen. Das heißt, wir bräuchten hier 10 Durchläufe. Halt, doch, ja. Genau. Ergibt 1000 mal das. Benötigen wir 10 Noxium. Dann lassen wir uns doch von den Dingern gleich mal die Marktdetails anzeigen. Ach du meine Nase. Na, hier wollen sie es aber wissen.
So. Dann schauen wir doch mal, ob wir hier in der Gegend was finden. So. Wir hatten geguckt, das wird nur in... Genau, Pyroxeres. Nur daraus kann man das gewinnen. Oder aus Jaspid, aber das ist 0,4 Sicherheitsgebiet. Genau, deshalb wird das wahrscheinlich sehr schwierig werden. Das Ganze jetzt hier aus den Asteroiden zu ziehen. Aus dem Grund würde ich sagen, wir kaufen die 10 Einheiten jetzt einfach und dann ist gut. Auch wenn das ganz schön teuer ist. Aber egal, Artikel kaufen. 10 Stück. Zack. Was macht man nicht alles für seine Aufträge? So, damit ist der jetzt schon fertig. Und wir können sagen, liefern. Und wir sehen, jetzt ist der hinten gelb geworden, weil wir haben keine Produktionsaufträge zurzeit laufen. Und wir haben alle Materialien dafür da. Wir sagen Start. Und wir sehen jetzt schon, der ganze Spaß braucht 46 Minuten. Gut, in der Zeit können wir erstmal andere Sachen machen. So. Mission abschließen. 400.000. Zack. Nehmen wir. Nächste Mission. Und damit sind wir dann auch schon bald am Ende. Genau. Fliegen Sie zur dorthin. Erz abbauen. Beziehungsweise den Typ wieder retten. Nun gut. Das heißt aber, wir sollen Leute abschießen. Dann nehmen wir nicht unsere Venture, sondern unsere Reaper. Aktivieren. Ich gucke noch schnell, ob wir irgendwelche tollen Sachen haben. Nein, haben wir nicht. Aber wir haben jetzt durch die ganzen Sachen oder die ganzen Quests, die wir gemacht haben, Gegenstände bekommen. Das ist einmal ein Advanced Industry Skillbook. Und das ist aber, wie man gleich, wenn man drüber geht, sieht, ein Omega Skill. Den können wir nicht erlernen. Schade, aber ist so. So, dann haben wir Mass Production. Mass Production sagt uns einfach, dass wir mehrere Aufträge gleichzeitig in Auftrag geben können, sage ich mal. So, und Reprocessing. Das heißt, wir kriegen deutlich mehr Erträge, wenn wir die Sachen auf, also hier aus den Erzen die Mineralien rausziehen. Beides sehr nützliche Skills, wobei ich den Mass Production jetzt im ersten Moment erstmal wichtiger finde. Aber ich weiß nicht, ob ich den jetzt schon lernen will oder ob ich dann einfach, wenn ich das Video ausmache, das Ganze nebenbei mit in die Skill Queue reinschiebe. Weil ich denke, wir werden jetzt gleich bei den beim Karrierepfad Erkundung und Militär noch etwas mehr oder etwas andere Skills noch benötigen. Genau. So, wir haben unsere Reaper, wir haben Munition, wir haben den Auftrag angenommen und wir docken jetzt mal ab. So, überflüssige Fenster zu und zur Position warpen.
Also mit den Fregatten, also die kleinen Schiffe, da geht das immer noch, wenn man zu einer Position warpen will. Mit den größeren dauert das manchmal deutlich länger. Okay. Dann anders. Dann auf zurück zur Station. Dann rüsten wir jetzt mal unsere Schiffe oder unsere Venture ein bisschen um. Ja, doch, irgendwie gefallen mir die Station. So, Venture aktiv. Ja. Genau, das ist auch noch so eine nervige Sache. Wenn man in die Station reinfliegt, muss man 5 Sekunden warten, bis man ein anderes Schiff aktivieren kann. Aber nun gut, so ist das nun mal. So, Gegenstandshangar. Wir bauen aus einen Miner. Bauen ein Ei. Achso. Ja, ich möchte das Schiff ja nicht simulieren. Darauf kommen wir auch später nochmal. Und den da. So. Alles klar. Wir docken ab. Auf geht er. So, Bergbau, wir haben hier gleich was in der Nähe. Und wir lassen unseren Bergbauleser noch los. Sehen das Ganze auch hier. So, wir warten mal, bis der einen Zyklus abgebaut hat. Ich hoffe, dass dann die Feinde kommen. Aber was wir tun können, wir können sagen, umkreisen auf 1000 Metern. Das ist immer ganz gut, wenn das Schiff nicht stillsteht, weil dann brauchst du immer sehr lange, bis es wieder in Bewegung kommt. Und dann ist man ein leichtes Ziel für Gegner. Das ist insbesondere dann wichtig mit den größeren Schiffen, vor allem Frachtschiffe. Richtet die immer in die Richtung aus, wo ihr hin wollt und lasst sie fliegen. Dann springt ihr deutlich schneller in den Warp. Als wenn ihr erst aus dem Stand losbeschleunigen müsst und dann erst hüpfen könnt. So, jetzt lesen wir uns hier die Details nochmal durch. Irgendwas habe ich hier überlesen. Nö. Wir sollen den Produktionsassistenten hier finden und sollen hier als Köder dienen.
Nun gut. Industrie, der macht fröhlich vor sich hin. Da ist er. Da wird ja auch Zeit. So, und ihr seht schon, wir machen diesmal deutlich weniger Schaden. Ach du Jemine. Und er heilt sich auch noch. Aber ihr seht, wir machen mehr Schaden, als er heilen kann. Von daher denke ich, werden wir ihn schaffen. Es dauert zwar jetzt ein bisschen. Und er macht bei uns halt auch leichten Schaden, aber noch im Rahmen des Erträglichen. Na komm. Sehr gut. Hier sind wieder ein paar Metal Scraps drinne. Und da ist der kleine Hund. So. Auf geht's zurück zur Station und nicht vergessen, den Miner per Hand zu deaktivieren. So, das Ganze hat uns nebenbei fast 90.000 ist gebracht. Ist doch ganz nett. Auf das Thema werden wir auch in einem späteren Video nochmal eingehen, wenn es darum geht, wie kann ich mich jetzt mit Industrie und Mining bereichern und wie kann ich da relativ zügig reich werden. Genau, also Gespräch beginnen, Mission abschließen. Nun denn, Mission 10 von 10. Wir kriegen wieder einen Blueprint und sollen den dann erstellen, also den Gegenstand daraus erstellen. Im Industriefenster anzeigen. Na, ach du meine Nase. Ist ja nicht so, dass das eine ganze Menge ist. Aber wir waren ja jetzt schon fleißig und haben diverse Materialien hier gemeinert. Deshalb sage ich jetzt hier mal alles stapeln. Und wir sagen mal, das brauchen wir nicht mehr. Aufbereiten. So, dann sehen wir, was wir hier alles rauskriegen werden. Also, aufbereiten. Zack. Und ja, manchmal hat er sich ein bisschen zickig. Machen wir das Ganze nochmal. Blaupause. Angeboten und wir ziehen die ganze dann noch mal so. Na nun. Warum erkennt er das nicht? Ach so, okay. Es kann natürlich sein, dass er das direkt gar nicht erkennt, weil wir die Blaupause nicht hier vor Ort haben. Und wir halt hier in der Station noch nichts weiter produzieren können. Na gut, das wollte ich nicht. Und das ganze, der ganze Spaß dauert dann noch 1 Stunde 36. Das werden wir dann wohl sowieso über ein Video ziehen müssen. Oder zwischen zwei Videos machen. Also sind wir jetzt erstmal mit dem ganzen Spaß Industrie. Hier erstmal am Ende. Hier können wir dann beim nächsten Mal noch, beziehungsweise das ist schon der letzte, das ist ja auch schön, würde ich nachher dann einfach vorspulen und euch am Ende des Videos noch zeigen, wie ich diesen Auftrag abgebe, damit wir den ersten Agent fertig haben. So,
Aber wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Von daher, Karriere oder Karrierepfad Erkundung oder Militär. Ich würde jetzt einfach als halber einfach mal auf das Militär gehen. Weil die Missionen gehen schön schnell. Und man kann dazu ein bisschen Geld verdienen. So, wir haben das da wieder ausgebaut. Wir bereiten unser Schiff erstmal direkt vor. Weil wäre ja ärgerlich, wenn wir das nächste Mal abdocken und dann erst feststellen, Mensch, wir haben gar nicht alle Module dabei. So, unsere Reaper. So, Ausrüstung. Die hat jetzt einen Salvager drinne und den wollen wir jetzt im Moment nicht. So. Zack, rein. Passt. Wir haben noch genug Munition. Im Inventar. Das reicht uns erstmal. Dann gehen wir jetzt her und sagen Militär. Aufgabe akzeptieren. Abdocken und los geht's. Militärmissionen sind meistens die einfachsten Missionen. Da hat man jetzt nicht so furchtbar schwierige Sachen zu tun. Man dockt einfach ab. Fliegt zur Position und schießt dort alle Schiffe ab. Der spannende Teil ist dann erst, wenn man irgendwelche Missionen hat, wo deutlich mehr und deutlich größere Schiffe drin sind und man plötzlich dann einer riesigen Übermacht gegenübersteht und die einem schon die Schilde zerschossen haben, bevor man bis 3 zählen kann. So, aber das scheint hier erstmal nicht der Fall zu sein. Wir haben es hier mit zwei Gegnern zu tun, die auch noch schön weit auseinander sind. Deshalb umkreisen auf 5000 Metern. Zack, zack. Wir aktivieren unseren Nachbrenner für eine Runde, dann sollten wir ran sein. Und sagen, wenn wir im Bereich unserer Treffergenauigkeit sind, Feuer frei. Da der Kollege sich auch sehr zügig bewegt, versuchen wir jetzt mal hier näher ranzukommen. So. Alles klar. Und das ist jetzt nicht so gut, aber schauen wir mal. Umkreisen 5000 Metern. Und wir geben ein bisschen Gas. Was seine Mission noch sehr gut ist, man kriegt jedes Mal das Kopfgeld direkt ausgezahlt und muss nicht erst noch irgendwelche, wie bei Industrie, wo man dann erst Sachen herstellt, die man dann meistbietend verkauft und ja, was dann teilweise etwas aufwendiger ist. Hier fliegt man einfach hin, schießt die Schiffe ab und das Thema ist erledigt. Sehr gut. Umkreisen. Kollegen sind beide da oben und sie sind auch zu zweit. Das könnte dann jetzt schon etwas interessanter werden. Ja, aber natürlich sind wir hier auch ganz schön noch overpowered.
So, und der Kollege hat sogar mal was fallen lassen. Dann fliegen wir doch da mal hin und gucken mal rein, was drin ist. Weil wie gesagt, viele Leute sagen beim Mission Running, die verzichten darauf, die Sachen zu looten. Ich bin der Meinung, man sollte schon mal reingucken. Es gibt teilweise dann, wie gesagt, mit dem Alpha-Charakter kann man ja bis maximal Level 3 Missionen fliegen. In Level 3 Missionen dann schon mal Loot von 30 bis 40 Millionen, wenn man Glück hat. Und die Mission an sich hat einen Wert von, ja, sagen wir mal 1,6 Millionen. Plus das Loot, plus die Bounties für die Gegner, was nochmal ca. 1,62 Millionen sind, wenn man Glück hat. So. Und da sage ich mir, 30 Millionen haben oder nicht haben, kann man machen. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis erteilt. So, Gespräch beginnen, Mission abschließen. Wir kriegen als Bonusbelohnung noch ein bisschen Munition. Und ich würde sagen, Mission erfragen. So, selbes Spiel wieder. Wir fliegen dahin, schießen die ab und wir kriegen eine Slasher. Gut, wir haben hier noch Munition gekriegt. Wir haben wir davon noch? Passt. So, aber das wollen wir jetzt erstmal nicht mitnehmen. Abdocken, los geht's. Genau. Was hier immer so fröhlich aufploppt, dass wir Standing verloren haben. Darauf gehen wir auch später noch ein. Aber erstmal solltet ihr wissen, dass jede Fraktion und jede Kooperation und so weiter hier in dem Spiel eine Meinung von uns hat. Und je nachdem, wie gut diese oder schlecht diese Meinung ist, treten verschiedene Aspekte ein. Wenn die Meinung ziemlich schlecht ist, kann es sogar sein, dass verschiedene Völker, also wie Amar, Kaldari, Galente und Minmatar, wo man dann in Standing, ich glaube, kleiner minus 5 hat, dass die dann auf einen schießen, wenn man den Raum von denen betritt. Was dann halt sehr ungünstig ist, vor allem wenn man jetzt sich mit den Leuten das verscherzt, wo die großen Trade Hubs, also die großen Handelspunkte sind, wie zum Beispiel Jita. Wenn man sich das da mit den, ich glaube, Kaldari ist das, versaut hat, wird es schwierig, dorthin zu kommen. Also immer aufpassen, wenn ihr Missionen fliegt, gegen wen ihr die fliegt. Aber das zeige ich euch dann später auch nochmal in dem Video. So, da können wir die ersten zwei aufschalten. Wir sind bald dran. Und dann zeigen wir denen mal, dass die hier nichts zu suchen haben. So, und derzeit umkreisen wir schon mal den nächsten. Und feuern unsere Waffen ab. Und der Kollege hat hier wieder was fallen lassen. Da schauen wir doch mal rein. Zweite leider nicht. So, den nächsten können wir auch schon mal aufschalten. Naja, ein bisschen Munition. Umkreisen, 2500. Und wir schalten kurz den Nachbrenner an. So, das Schöne mit der Rüstung und den Schilden, wenn man Schildschaden hat und dockt an der Station an und wieder ab, sind die Schilde komplett aufgeladen. Mit Armor und Struktur ist das leider nicht der Fall. Den ganzen Spaß kann man dann an der Station reparieren lassen,
Aber dafür zahlt man auch eine kleine Menge Geld. Ist jetzt nicht so tragisch, aber ja, Kleinviech macht auch Mist. So. Alles abgeschossen. Wir docken an. Und nicht vergessen, immer nachladen. Das solltet ihr euch angewöhnen, möglichst nach jedem Kampf eure Waffen nachzuladen. Wenn ihr später noch irgendwelche Booster habt, die auch nachgeladen werden müssen, möglichst alles nachladen. Weil im schlimmsten Fall kommt ihr in einen Kampf rein, den ihr nicht erwartet und verliert euer Schiff. Was jetzt ziemlich ärgerlich wäre. Andockerlaubnis erbeten. Ne? Andockerlaubnis erteilt. Die haben sich ja manchmal ein bisschen. Wir kriegen ein bisschen Geld und können noch einmal gucken, was die nächste Mission ist. Wir würden zwei Flinten kriegen und wieder ordentlich Geld. Nun dann tun wir das noch. Ich denke, das wird die letzte Mission für heute. Und dann schauen wir mal, wie schnell wir hier durchkommen. So, zur Position warpen. So, nachgeladen haben wir. Machen wir hier mal alles stapeln, weil wir haben gerade Zeit. Oha. Was sehen wir hier? Wir sehen kleine Schiffe, ein Zerstörer und das kleine sind Drohnen. So, da sagen wir jetzt mal, umkreisen auf 5000 Metern, nähern uns dem ganzen Ding an. Und zwar mit Geschwindigkeit. Und wählen die drei Schiffe mal an. Ich würde als allererstes versuchen, auf die Drohne zu schießen. Aus dem simplen Grund, die Dinger sind klein und wendig. Und die sollte man möglichst treffen, wenn sie noch weiter weg sind. So. Weil sonst passiert nämlich genau das, man trifft nicht ordentlich. So. Was sehen wir jetzt hier unten? Wir sind verbifiziert. Ein tolles Wort. Was aber nichts anderes heißt, als dass die Dinger uns verlangsamt haben. So. Das heißt, wir sind langsamer, nehmen mehr Schaden. Und ja, sind dadurch. Huch, der ist zu weit weg. Hier sagen wir mal umkreisen auf 5000 Meter und fliegen mal auf das Ding zu. So, da hat man die ersten drei ausgeschaltet. Jetzt ist die andere Drohne schon ran. Drohnen sind ziemlich flink unterwegs, wie schon gesagt. So, und bei den Gegnern ist es immer sehr wichtig, guckt euch an, was für Gegner ihr habt. Und dementsprechend passt eure Taktik an. Bei kleinen Gegnern, also wenn ihr selber ein kleines Schiff seid und fliegt bei kleinen Gegnern sehr schnell drumherum,
könnt ihr euch treffen und ihr könnt sie treffen. So, bei größeren Gegnern, die haben meistens langsamere und schwerere Waffen. Da ist das dann schon einfacher, wenn ihr ein kleines Schiff seid, dann fliegt ihr schnell um die rundherum und die können euch gar nicht treffen. Ah, wir haben die Geheimdokumente einfach ins Inventar gekriegt. Auch schön. Nun denn, andocken, nächste Mission erledigt. Und wie ihr seht, wir haben hier langsam, verlieren wir immer mehr Schild bei den Gegnern, weil jetzt immer mehr Gegner auf uns zukommen. So, jetzt schauen wir hier doch mal. Wir hatten doch, wenn ich mich richtig erinnere, ein Schiff bekommen. So. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis erteilt. Das schauen wir uns doch noch mal ganz kurz an. Jetzt haben wir ja auch unser. Wir geben erstmal fix die Mission ab. Mission abschließen. So, wir sind fast bei 4 Millionen. Das ist doch ganz interessant. So. Schiffshangar. Hier sehen wir alle Schiffe, die wir haben. Wir sehen hier bei den beiden. Steht keine Zahl in der Ecke. Bei den beiden schon. Das heißt, die Dinger sind noch frisch verpackt. Müsst euch das so vorstellen, die Schiffe kommen im großen Päckchen und ihr müsst sie erstmal zusammenbauen. Das geht mit Rechtsklick und dann Schiff zusammenbauen. So. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, die Dinger auszurüsten. Oder, wenn ihr halt erst ein bisschen testen wollt, wie gut die Schiffe sind und was für Ausrüstung sie brauchen, könnt ihr die Ausrüstung überhaupt schon benutzen? Kann man die ganze Ausrüstung simulieren? So. Deshalb Ausrüstung simulieren. Und wir sehen hier, das Ding hat schon mal deutlich mehr Plätze als unser bisheriges Schiff. Was mich jetzt mal dazu bringt, dass ich das Schiff gern nutzen würde, weil bei dem anderen haben wir zwei Waffentürme. Hier haben wir schon drei. Womit wir dann natürlich auch die Gegner wahrscheinlich deutlich schneller zerstören können. Das heißt, wir aktivieren jetzt mal. Halt, wir haben das Schiff aktiviert. Wir gehen hier einfach auf Simulation verlassen. Und bauen hier mal alles aus, was hier so fröhlich drin ist. Es hat uns gute Dienste geleistet, aber jetzt reicht's erstmal. So, zumachen. Und wir aktivieren jetzt die Slasher. Und sagen jetzt hier, halt, wir wollen nicht die Ausrüstung diesmal nicht simulieren. Wir wollen sie richtig einfügen. So. Wir haben jetzt die 125 mm Gatling. Und davon haben wir drei Stück drin. Dann haben wir natürlich einen Nachbrenner. Ja, und viel mehr haben wir jetzt hier noch gar nicht. Was haben wir hier? Geschwindigkeitsmodifikator 10%. Na gut, dann bauen wir den noch mit ein. Ist jetzt nicht schlecht. So. Alles klar. Jetzt haben wir hier nochmal alle stapeln, weil wir haben ja unsere Munition hier. So, der lädt die beiden voll. Und wenn wir jetzt auf Inventar gehen, wir können hier in die Frachträume unserer anderen Schiffe reingucken. Können wir den auch noch nachladen und den Rest tun wir einfach ins Inventar rein. So. Aber ich denke, mit der Aussicht, beim nächsten Mal ein neues Schiff zu fliegen, verabschiede ich mich jetzt und wir sehen uns gleich nochmal, wenn unsere Wirtschaft
fertig ist. Damit wir natürlich auch das in der gegebenen Zeit abschließen und die Zusatzbelohnung noch kriegen. Alles klar, dann bis gleich. So, da sind wir noch einmal für ein ganz kurzes Schlusswort. Wir sehen, unsere Munition wurde produziert. Wir sagen jetzt hier liefern. Das Ganze wurde jetzt bei uns im Inventar abgelegt, dem Gegenstandshangar, um genau zu sein. Genauso wie der Blueprint wieder, der immer noch 190 Durchläufe hat. Das heißt, wir können ja noch eine ganze Menge Munition produzieren. Und wir können jetzt hier Mission abschließen. Und haben hier eine Press bekommen. Das ist ein Industrial. Das heißt ein Industrieschiff. So, wo haben wir sie? Da ist sie. Info anzeigen. Die Schiffe haben immer Bonus auf Frachtraumkapazitäten. Dafür sind sie aber auch unglaublich langsam. So, wenn wir hier mal schauen, die haben eine Kapazität von 2900 Kubikmetern. Wenn ich jetzt bloß mal als Vergleich die Wo ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. Vergleichen. Gut, machen wir es anders. Hier sehen wir es ja auch. Hier haben wir 102 Kubikmeter Frachtraum und hier 2900. Dafür sind die Dinger halt unglaublich langsam, wie schon gesagt. Aber so für Industriezwecke und um größere Ladung, die ihr produziert habt, irgendwo hin zu transportieren oder Erze irgendwo zu holen, dafür sind die Sachen ganz gut. So, und damit verabschiede ich mich und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Geier spielt Eve Online.